Ich, dass er es tut. Da hast du sicherlich recht. Also willst du die Bank überfallen? Was ist mit Sam? Hey, du hast ihn doch gehört. Er hat Angst, dass was passieren könnte und der Don hinter uns her ist. Wenn du es also tun willst, sind wir nur zu zweit. Also was sagst du dazu? Ich will mir zuerst die Bank ansehen, dann höre ich mir deinen Plan an. Gut. Wir können sie uns sofort ansehen. Okay, gehen wir. Der hat doch gerade erst die Drinks dahingestellt. Na gut. Dass der was getrunken hat, wird wahrscheinlich nicht schlecht. Wobei das hier dann auch nicht mehr so gut ist. Danger, die Aufkleber kenne ich. Was ist denn das? Okay, Wäscheschacht wahrscheinlich. Oh, ich habe sogar noch was dabei. Aber auch nur 6 Kugeln. Also, naja, nicht so toll. Okay, wir sollen jetzt eine Bank auskundschaften. Der Nebenjob. Ah. 19, 15, 8, 84. Komm mit, wir nehmen den Zug. Ist nicht weit. Gut. Wird schon, dass er da kommt. Nein, Filmausschnitt und dann ist der Zug da. Naja. Das haben sie doch auch alles immer gut abgepasst, dass man irgendwo die Cops trifft oder so. Ja, warte ich mal, okay, dann ist die Überraschung größer, wenn der Zug nicht da ist. Ein Filmausschnitt. Was ist denn hier mit Wände? Ja, zusätzliche Bahnen. Okay, ich hätte nicht mit rechnen, aber mach doch. Ein paar Minuten sind wir da. Ein paar Minuten? Aha. Also so weit ist es nicht. Na ja, gut. Je nachdem, wo du lang... Ja klar, wir fahren übers Wasser. Da hätten wir mit dem Auto noch drum rumgemacht. Das hätte ein Stück länger gedauert. Ja, ja. Fahr mal mit dem Zug. Ist ja auch nicht so schlecht. Nee, warte. Der steigt noch gar nicht aus. Oh. Also, weil ich Pech gehabt bin, der. Warte mal. Oh, haben die eigentlich auf beide Seiten Türen? Immer nur. Und drehen die doch nicht einfach um und fahren dann von. Also, neu fahren sie jetzt so rum. Die drehen dann ja nicht einfach um, dass sie dann so rumfahren. Oder etwa doch? Das wird ja auch keinen Sinn ergeben, dann müssen wir auch die Maschine doch nicht auf die Maschine fahren. Wirklich so ein System oder ein anderes oder gar keins oder wie auch immer. So,
sind wir denn hier? Giuliano Street. Ah, okay. Wir fahren jetzt so weiter. Vielleicht steigen wir ja in New Art aus. Aber auch nur vielleicht. Eine Sache ist wirklich, die Bahn ist schneller als das Auto. Ist ja auch irgendwie logisch, dass du keinen Verkehr auf den achten musst. Die haben ihre Geschwindigkeit, ihre Zeiten, wie die fahren und so weiter. Naja. Sehen wir uns ja mal die Bank an. Wird ja schon nicht so schwer werden. Der bewegt sich ja immer noch nicht. Was soll denn der Käse? Der bewegt sich einfach nicht. Och, was? Hoffen wir mal, dass die nächste Station dann ist. Ich dachte, das wird nie aufhören. Wo sind wir jetzt eigentlich? Downtown. Eine Bank Downtown. Ah gut, Downtown. Oh, aussteigen. Hm. Immer dran denken. Aktionstaste bei sowas. Wo ist denn hier die Bank Downtown? Da ist ein K und ein N und das würde ich mal als Bank treffen. Also B-A-N-K, klar. Oder Bank, das englische Wort. Ja. First National Bank? Downtown? First National? Okay. Das wäre eine Nationalbank und nicht einfach nur First National als Schrift. Ist ja auch egal. Ich wohne schon in den USA, werde da auch vielleicht nur, wird da wahrscheinlich nur mal einen Ausflug hinmachen. Ja, nochmal ein kurzer Ausflug und dann wird es auch mit USA gewesen sein. Und dahin ziehen werde ich wahrscheinlich nicht unbedingt. Hä? Was ist hier also? Nicht zu groß und nicht zu klein. Schauen wir mal rein. Schauen wir mal rein. Immer noch der Nebenjob. Das war doch das Durchladen von der Waffe, oder? Guten Tag. Zwei Wachleute mit Waffen. Also garantiert mit Waffen? Ja, bitte? Ich möchte $5 abheben. Okay, wir fangen im Vorraum an. Wir laufen ein und rufen, dass es ein Überfall ist. Die beiden Wachen geben bestimmt gleich auf. Aber wenn sie mutig sein wollen, schalten wir sie aus. Sobald sie aus dem Weg geräumt sind, holen wir uns den Schlüssel für den Safe. Wir müssen die Bankangestellten fragen, wo er ist. Aber unsere Knarren werden ihre Zungen schon locker. Du gehst durch die Tür hinterm Schalter, wenn du den Schlüssel hast. Leck mich doch! Tür zu einem Gang. Rechts führt eine Treppe nach unten zum Safe und nach oben zum Büro. Wenn du den Schlüssel hast, gehst du direkt zum Safe. Ansonsten musst du ihn dir oben besorgen. Im Untergeschoss sind wahrscheinlich noch mehr Wachen. Mit denen musst du allein fertig werden, während ich oben nach dem Rechten sehe. Unten findest du den großen Safe, den du aufschließen musst. Dann schnappst du dir die Kohle und haust ab. Das ist alles. Okay. Los, lass uns von hier verschwinden. Und wie war das dann jetzt mit dem einfach...